Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen aus Dorsten. Wir haben heute den 23. Januar 2019. In diesem Video geht es darum, wie ich mein Mittagessen zubereite. Ich habe vor einigen Monaten schon mal gezeigt, wie ich mein Abendessen zubereite. Das ist etwas komplizierter. Das Mittagessen besteht eigentlich nur aus einer Zusammenstellung von verschiedenen Cerealien. Und zwar wollte ich auch mal zeigen, wie lange die Zubereitung dauert. Grundlage sind 100 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Lecithin, 100 Gramm Sonnenblumenlecithin, gibt auch Sojalecithin. Die Sachen bekommt man normalerweise nicht so im Supermarkt, aber damit hat man Probleme. Und man sollte natürlich auch achten, dass es eben nicht gentechnisch modifiziert ist. So, das waren 20 Gramm Lecithin jetzt. Weizenkeime. Dann 40 Gramm Walnusskerne. Und noch 30 Gramm Erdnüsse. Erdnüsse sind so eine Sache, man bekommt fast nur gesalzene oder wenigstens geröstete Erdnüsse. Also für naturbelassene Erdnüsse muss man die entweder in der Schale kaufen, dann selber öffnen, viel zu umständlich bei den Mengen, oder spezielle Bezugsquellen sich dafür aussuchen oder irgendwas anderes als Erdnüsse. Aber ich bin von Erdnüssen eigentlich ziemlich überzeugt. Außerdem natürlich etwa 1% haben Allergien gegen Erdnüsse, da kann eine einzelne Erdnuss schon tödlich sein. Aber bei mir sind also keine Allergien bis jetzt bekannt. So, also nochmal 100 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Lecithin, 50 Gramm Weizenkeime, 40 Gramm Walnusskerne, 30 Gramm Erdnüsse. Das Ganze zusammenzuschütten dauert etwa 3 Minuten, wahrscheinlich eher weniger. Dann noch Leitungswasser dazu. So, fertig ist das Mittagessen. Das sieht jetzt vielleicht nicht so appetitlich aus. Und wenn man so denkt, also Haferflocken mit Leitungswasser, das hört sich auch nicht besonders lecker an, aber
Wenn man sich mal an den Geschmack gewöhnt hat. Eine wunderbare Sache. Ich werde ja öfters attackiert aus allen möglichen Gründen. Zum Beispiel, dass ich über meine Ernährung spreche. Aber man sollte auch über Ernährung sprechen, weil das einfach zum Gesundsein und damit überhaupt zum Menschsein dazugehört und damit auch zum Christsein. Also die Energie, die man braucht, um sich im Alltag zu bewähren, die nimmt man eben auch durch die Nahrung zu sich. Und da ist einfach eine sittliche Pflicht, auch darauf zu achten, dass man in der Hinsicht den Körper so stärkt, dass er die Aufgaben, die man auch als Christ erfüllen muss, gut erfüllen kann.